Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Was noch? Ich fand sein Tagebuch, aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Es scheint schwierig für ihn zu sein, wenn ein Connor zerstört und dann ersetzt wird. Ich weiß, Menschen kommen schlecht mit Verlust zurecht. Es wird sicher Probleme mit ihm geben, wenn das nochmal passiert. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Lieutenant Anderson! Lieutenant Anderson! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant!
Ich bin es, Connor. Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Lass mich los, du verdammt. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von hier! Hey, ja, ja, heil! Schuhe, Fassi! Guter Hund! Fassi! Verdammt, ich glaube, ich muss kotzen. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Was soll das? Ich bin nicht mal im Sack. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Was möchten Sie anziehen? Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Präsidentin Warren sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus und forderte den Zug aller russischen Truppen aus der Arktis-Region. Der Kreml hat noch nicht reagiert. Doch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Viele Experten befürchten nun, dass ein dritter Weltkrieg... jeden Tag wahrscheinlicher wird.
Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengekehrt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das.
Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Turn! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Da bist du ja! Was zur Hölle machst du da? Ich habe die Plattform überprüft. Es ist alles in Ordnung. Gut, ich gehe zurück zur Kontrollstation, bin klatschnass. Lass die Drohne warten und schreib einen Bericht. Verstanden. Steck den Rest ein oder nichts wie weg! Such weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Seid ihr nicht Fifi? Wollt ihr denn nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Thank you.
Verdammte Hunde, warum wählen die schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Schnell, rein hier! Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei.